nur. Okay. Einmal angreifen, wenn die es hinkriegen, den Punkt einzunehmen. Rückzug, campen. Keine Diskussion mehr heute. Stur in der Ecke stehen, warten, bis einer kommt. Es wird heute nichts mehr werden sonst. Na, einfach stur in die Ecke stellen. Raus. Egal wie gut es läuft. Sein. Nö. Kommt keiner? Gut. Campen. Stur in der Ecke setzen. Ich würde gerne nach A1 laufen, aber nein, nein. Wir wissen ganz genau, dann geht das Spiel hier 30 Minuten und wir müssen bis zum bitteren Ende verteidigen, weil Roland so dämlich ist und wieder aus dem Punkt geht. Naja. Mhm. Stur in der Ecke stehen, campen. Alles gut, ich hab den gerade erschossen. Ich war's. Munition holen und stur in die Ecke reinstellen, campen. Wir üben das heute ganz fleißig. Nur Munition geholt. Ich bleib genau hier stehen. Dich kenne ich doch hier mit deinem schwulen Verstellschlüssel. Du bist der Einzige, der angreift, ne? Kann das sein? Und dann so einen kleinen lustigen Revolver, das soll reichen? Hat einer mit der PPD geschossen. Das war's nicht, du. Ich wusste es, es campt immer einer. Ja, es ist immer irgendwo einer und du musst immer damit rechnen. Ja, die meisten Leute sind immer im Punkt, wenn sie vorne den Punkt verloren haben. Oder hinten. Es sind mindestens zwei oder drei Gegner. Ist nicht der einzige. So, Roland hat hinten gekämpft. Dann gewinnen wir auch. Ja, das wäre uns wieder garantiert bis zum bitteren Ende gegangen. Ja. Einfach stur in der Ecke stehen und dann gewinnen wir. Ja, so ist gut. So kann nichts passieren. So, was ist hier los? Oh, er kommt ja gut voran. Und das ohne Roland. Na dann, müssen wir jetzt gewinnen. Okay, so schon mal gar nicht. Dieser Wagen ist einfach fantastisch. Das ist ein Motorrad.
interessant ist hier nicht mehr. Ja, ich wäre ja schneller da gewesen, aber mein Motorrad muss ja hier noch einen Ausflug machen. Ja, ein Schlenker links, ein Schlenker rechts. Und schon hatte sich die Sache erledigt. Irgendwann treffe ich damit mal. Nicht so tief runterkommen. Irgendwann treffe ich. Der war schon knapp. So, vorwärts. Wird gerade eingenommen. Mann, die gute Jungs. Durch, aber wir arbeiten dran. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die ohne mich hier reinkommen und hier sind wir bei, die kümmern sich drum. Spotten. Na, mein Guter. Leck mich, ey. Mein Glück hat er kein gutes Gewehr. Außen rumfahren sollen, aber ich habe gedacht, die sind schon. Die haben schon. Ich könnte mit dem APC ranfahren. Aber die YOLO-Nummer machen, die sind gut. Dann kann ich mal Suppenport machen. Lass mich vor. Platz die Bahn, ich hab's eilig. Kann nach Sachsen. Da müssen wir uns auch fahren. Gell? So, First Teller Mine. Hm? Ja. Kriegst gut ohne mich hin. Bitte keine Teller Mine. Ich will gerade so schön am Berg abfahren. Ich hab mal richtig Speed drauf. Ja. Ich gehe gerade mal richtig ab. Das ist unser Panzer, ne? Ja. Verstärkung ist da. Park das Ding. Ich komme. Noch leben. Oh shit. Leben. Volles Risiko. Irgendwann muss es sich mal lohnen. Unentschieden reicht nicht. Ich habe gedacht, hinter mir steht mein eigener Mann, aber anscheinend ja doch nicht. Den hat's erwischt. Könnt ihr das mal mit dem anschießen lassen? Jedes Mal schießt irgendwo. Oh, es wird wieder gesnipert. Ey, wie ich das immer hasse. Wirklich, es geht mir so extrem auf den Sack, dieses Rumgecampe mit der Sniper. Ja, das ist einfach, ein Schuss ist mir schon zu viel. Ja. Nichts gekonnt.
Ne? Aber snipen. Ganz großes Kino. Immer wieder dasselbe. Da müssen sie echt mal was gegen machen. KD aberkennen oder so. Dass das einfach nicht zählt. Ist echt. Jetzt kommen wir von der Seite ran, da sind wir besser, genau. Ja, weil du kämpfst hier jedes Mal aufopferungsvoll und versuchst das Spiel zu gewinnen und gewinnst es dann und der Gegner freut sich an der KD. Und die KD darf dann einfach nicht mehr zählen. Punkt. Und zack, wieder Headshot, wieder vom Sniper. Es ist einfach zum Kotzen. Ja. Nicht weggehen. Der weiß, dass das APC da steht. Der Panzer steht da auch noch. Ich kämpfe hier nicht umsonst. Wieso kommst du von da? Warum? Was ist deine Interaktion? Wenn du jetzt nicht das APC zerstört hast, dann hätte ich aber was erzählt, du. Er hat da immer noch einen schönen Tag mit seiner Sniper. Hab nicht gemacht. Was. Runter. Ja. Kann ich immer gut gehen. Unter dem ganzen Sniperhagel, der hier ist. Aber mein APC steht noch. Wir sind dran. Jawohl. Das wäre jetzt der Burner gewesen. Das wäre der Kill des Jahres gewesen. Der wäre nicht unverdient. Es ist nur noch der Panzer hier oben. Wunderbar. Unser Punkt. Und unser heldenhafter Sniper hat nicht mal aufs APC geschossen. Wozu auch? Ja, man zielt auf irgendwelche Leute, die irgendwo rumrennen. Die KD ist doch wichtig, Freunde. Die KD. NPC spotten oder irgendwie den Leuten helfen hier? Nein. Ein AVS müsste das sein.
außerhalb vom Punkt. Zwei gegen einen. Jetzt kann ich rausgehen. Jetzt ist scheißegal. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir noch vom Sniper abgeknallt werden, weil der bewacht die Brücke, egal ob da der Punkt eingenommen wird oder nicht. Ja, und Hauptsache 10.000 Flieger oben. Ja. Tolles Spiel. Ganz große Klasse. Und was habt ihr gemacht? Ja, ich saß im Flugzeug und gesnipert. Drei Leute haben unten verteidigt, die haben das auch gut gemacht, aber die haben es leider gegen die 10 Leute, die versucht haben, den Punkt einzunehmen, leider nicht geschafft. Tja, schade. Konnte ich auch nichts machen. Ne? Ist halt so. Na, hier läuft's auch gut. Oh Gott, das ist ja ein Erholungsspiel hier. Ist ja kein Mensch da. Kein Mensch da. Jetzt haben wir hier wohl die richtigen Leute erwischt, die ein bisschen spielen können. Aber anscheinend können die anderen nicht spielen, also wird das Spiel hier nicht lange dauern. Ja, weil... Nee. Pusten kann ich noch. Müssen wir nicht viel machen. Achso, er steht hier schon. Das war so klar. Einfach stur in der Ecke campen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ja? Wenn ich stur in der Ecke gecampt hätte, hätten wir einen Punkt bekommen. Nein. Ich habe gedacht, es steht unten keiner an der Dings, also gehe ich dahin. Ja. Und Punkt verloren. Meine Schuld. Meine eigene Schuld. Wenn ich auf der Treppe hinten stehen geblieben wäre, wäre nichts passiert. Aber nein. Dummerchen Roland hat gedacht, hey, kann er ja ein bisschen offensiv spielen. Nein. Nicht offensiv spielen, campen. Damit gewinnst du Spiele. Jedes Mal grandios bestraft. Und wieder Pech gehabt. Zweites Mal Pech heute. Dankeschön. Weißt du, nicht mal den. Da schwenkt das Fahrzeug einfach rüber. Was mit dir? Bist du mein gratis Panzerkill? Vielen Dank. Und ich wollte auch mal was richtig machen, sagst. Entfernung nicht genug Schaden, aber ist eher was aufs Kopf einziehen.
nix. Gehört zu dir. Ist er angelegt, bin ich tot. Ja, ich habe keine Munition mehr. Schlecht. Ich habe nichts mehr. Hat der hier nicht gerade einen erschossen? Danke. Und zack, Headshot. Kein Problem, kein Problem. Immer wieder Headshot. Und wir hätten schon längst gewonnen gehabt, wenn Roland mal wieder gecampt hätte. Jedes Mal müssen wir, glaube ich, härtere Strafen festlegen. Jedes Mal, wenn wir einen Punkt verlieren. Wenn Roland nicht gecampt hat, gibt es 100 Euro Strafe oder so. Die gibt es dann in die Kaffeekasse. So. Weißt du, wenn ich jetzt hier irgendwo campe und dann erschossen werde, ja, okay, umgelaufen, passiert. Hier ist er nicht. Ich muss jetzt überfahren. Jetzt hier noch rumrennen. Und natürlich! Es ist einfach. Ich habe heute einfach richtig schlechten Tag. Also, es ist wirklich wow. Es läuft gar nichts. Der Gegner hat bei allem, was er macht, ne, das ist das beste Beispiel. Beim Gegner funktioniert einfach alles. Egal, was sie tun, es gelingt. Ja? Hier hätte ich jetzt getroffen. Sag her, es gelingt alles beim Gegner. Es gelingt absolut alles. Er dreht sich um, One-Shot. Es ist einfach wunderschön dabei zuzusehen. Ja, ich hatte keine Chance in dem Spiel, weil alles funktioniert hat beim Gegner. Und wir haben trotzdem gewonnen. Ein Glück. Ja. Und ich überlege immer, ich Idiot, überlege immer eine andere Waffe noch zu nehmen. Ja, obwohl ich dann ganz genau weiß, dass wir das Spiel 100% verlieren. Ne? Es ist echt wirklich Katastrophe gewesen heute.